Hallo, mein Name ist Anna und am Telefon habe ich eine junge Frau, die bis vor 2 Monaten in Venezuela war und inzwischen in Deutschland lebt. Und wir sprechen heute über die Protestbewegung in Venezuela. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo. Sag mal, warum protestieren denn die Menschen und vor allem junge Menschen in Venezuela? Es gibt verschiedene Gründe, die zusammenkommen, weshalb in Venezuela sehr viel demonstriert wird. Es bildet auch sozusagen eine Kettenreaktion. Venezuela ist gerade ein Land, was sich von der Demokratie wegbewegt und das fühlen, denken und können auch Menschen sehen. Es ist halt so, dass die staatlichen Institutionen nicht mehr unabhängig sind, sondern nur im Sinne der Regierung agieren. Dies führt natürlich zu Unterdrücken andersdenkender Menschen und Oppositionsdenkende. Und es ist halt so, dass es keine freie Meinung gibt. Und du warst ja selber auch an verschiedenen Protesten beteiligt. Wie hast du das denn erlebt? Gab es da besondere Ereignisse, die dich irgendwie geprägt haben? Ja, dazu würde ich auch noch sagen, dass es nicht nur diese Probleme gibt, sondern auch eine extrem starke Wirtschaftskrise. Venezuela ist gerade das Land, was weltweit die größte Inflation hat und sogar schon eine Hyperinflation hat. Mhm. Löhne bleiben halt gleich, während die Preise steigern, sodass das Geld nicht für die wesentlichen Sachen zum Überleben reicht. Und dies führt natürlich zu Not und Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Mhm. Es gibt eine riesige Medikamentenkrise und Lebensmittelkrise. Und natürlich ist Venezuela auch ein Land, was eine sehr große Kriminalität hat. Mhm. Hier sterben viel mehr Menschen als wie die in Kriegen sterben weltweit, obwohl man sich das sehr hart vorstellen könnte. Mhm. Zu den Demonstrationen, ich habe sie alle miterlebt. Sie begannen am 1. April und gingen dann ungefähr bis Anfang August. Ich war täglich immer da, man ist halt auf die Straßen gegangen und Autobahnen und man hatte halt ein weißes T-Shirt an und eine Flagge. Und der Sinn der Sache war halt einfach, sich ausdrücken zu können und endlich mal eine freie Meinung äußern zu können. Die Demonstrationen wurden aber leider immer sehr schnell gestoppt und natürlich mit sehr viel Gewalt. Es wurden sehr viele Tränengasbomben geschossen und Gummigeschosse und auch Wasserwerfer. Auch wurde es mit sehr vielen Pistolen geschossen. Deswegen gab es mehr als 180 Tote, von denen die meisten Studenten waren und mehr als 15.000 Verletzte. Es gab natürlich auch sehr viele Gefangene, die halt nur wegen Meinungsfreiheit ins Gefängnis mussten. Und es war natürlich sehr stark, dies zu erleben. Mhm. Für mich war einer der schlimmsten Momente, die ich erlebt habe, war am 19. April. Das ist ein Feiertag in Venezuela, wo eine Massendemonstration gemacht worden ist, wo die meisten Menschen dann auf einer der wichtigsten Autobahnen in Venezuela haben, die Francisco Fajardo. Und die Regierungskräfte haben uns halt nicht durchgelassen. Wir wollten halt bis zum Zentrum Caracas laufen. Natürlich ging die Demonstration auch in anderen Städten Venezuelas in dem Moment ab. Aber in Caracas ist es halt immer am stärksten, weil das die Hauptstadt ist. Mhm. Es waren circa 2 Millionen Menschen auf dieser Demonstration. Es war halt natürlich auch sehr schwer, sich zu bewegen. Man konnte nicht rennen, weil die Masse zu groß war. Und die Demonstration wurde halt unterdrückt und es wurde extrem hart gegen die Menschen mit Tränengasbomben und Gummigeschosse geschossen, sodass man irgendwie fliehen musste. Aber dies war natürlich fast unmöglich, weil man halt in so einer Masse nicht wegrennen kann. Und man ist in Panik gekommen, mhm, weil man nicht mehr atmen konnte und weil man dazu auch noch Tränengas schlucken musste. Man hat halt Angst ums Leben, weil man weiß nie, ob man dran sein wird oder ob auf dich geschossen wird. Und man konnte sehen, diese Autobahn ist, also wir waren unter einer Brücke und von der Brücke aus wurde auch auf uns geschossen. Es war sehr schwer, viele Menschen sind hingefallen und es war wie eine Stampede. Aber ja, letztendlich haben wir es geschafft, rauszukommen, aber viele andere leider nicht. Und es ist natürlich sehr gefährlich und man hat halt immer die Gefahr, dass man dann auch dran ist. Das ist wirklich schrecklich. Und ja, hast du denn irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass du sicherlich viel, viele Wünsche hast für die Zukunft, aber was wäre denn so das, was sich deiner Meinung nach am dringendsten verändern würde und verändern sollte und was mal wichtig wäre, dass da mehr Druck auch ausgeübt wird auf die venezolanische Regierung?
Ja, ich glaube, also die Regierung muss gehen, sie muss das Land verlassen und die Wahlen dürfen nicht mehr manipuliert werden. Das Land muss halt theoretisch komplett neu wiedergeboren werden. Also es gibt sehr viele Sachen, eigentlich funktioniert in Venezuela theoretisch heute gar nichts mehr. Und ich glaube, einer der wichtigsten Sachen, die in Venezuela wieder aufgebaut werden müssten, ist die Bildung. Ich glaube, es fehlt sehr viel Bildung in Venezuela und deshalb sind wir jetzt heute in auch so einer Riesenkrise gekommen. Würdest du denn zurückgehen, wenn es irgendwie wieder möglich wäre, da auch normal zu studieren? Ich würde es gerne machen. Also das wäre mein Traum. Aber es ist halt ein Land, was so zerstört ist, dass mindestens 50 Jahre fehlen würden, damit das Land wieder ganz in Ordnung ist und damit man endlich ein normales Leben dort führen könnte, wie man es sich in Deutschland vorstellen kann. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute mit uns darüber gesprochen hast. Und ich hoffe, dass sich vielleicht bald was ändern wird in Venezuela. Ja, vielen Dank.